Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf iShootYou.com. Heute geht es um einen kurzen Tippclip zum Thema Jinbei HD610. Das ist er im Zusammenspiel mit Cactus V6 Mark II Blitz Transceivern, also Empfänger und Sender für kabelloses Blitzen. Das Ganze funktioniert nämlich mit Fujifilm ganz hervorragend. Diese beiden im Zusammenspiel, man kann nämlich den Jinbei HD610 mit einem Cactus V6 Mark II Transceiver auch auslösen lassen, drahtlos auslösen lassen von einer Fujifilm-Kamera aus und das Ganze sogar im HSS-Modus. Wie ihr hier gerade auf diesem Beispielfoto sehen könnt, kann man damit sehr dramatische, sehr interessante Blitzlichteffekte auch im Freien bei strahlendem Sonnenschein erzielen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein solches Sync-Kabel. Das könnt ihr für wenige Rappen besorgen. Und das Ganze wird angeschlossen an den entsprechenden Port des Cactus V6. Und dann müsst ihr nur noch auf der Unterseite vom HD610 das Kabel in den entsprechenden Port stöpseln. So, da ist es. Und jetzt könnt ihr diesen Jinbei HD610 ganz normal nutzen, wie jeden anderen Blitz auch, den ihr mit eurer Fujifilm-Kamera und dem Cactus V6 Mark II bisher genutzt habt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf der Kamera, Sender auf der Kamera, müsst ihr dafür lediglich den Forced HSS-Modus aktivieren. Das geht, indem ihr dieses Wahlrädchen einmal eindrückt, dann erscheint diese Anzeige auf dem Display des Senders. Und ihr müsst, wenn ihr den Blitz im HSS-Modus betreiben wollt, auch am Blitz selber den HSS-Modus aktivieren. Das Ganze geht über das schöne große Display, das übrigens auch in der neuen Version jetzt ganz neu ist und das ich ganz hervorragend finde. Das lässt sich auch bei starkem Sonnenlicht sehr gut ablesen draußen. Hier müsst ihr lediglich auch über die Sync-Taste den HSS-Modus aktivieren und dann könnt ihr, wie gesagt, mit einer Fujifilm-Kamera auch bis zu einer 8000stel Sekunde diesen Blitz auch synchronisieren. Denkt allerdings daran, wenn ihr nicht im HSS-Modus shooten wollt, dann müsst ihr diese Modi sowohl auf dem Sender als auch hier am Blitz selber deaktivieren. Wer jetzt auch noch diesen Blitz fernsteuern möchte, also was die Blitzkraft, was die Blitzleistung angeht, der bräuchte dafür allerdings dann noch einen weiteren Sender von Jinbei, einen kompatiblen Sender, mit dem man dann auch die Blitzkraft regeln kann. Ich selber habe einen solchen nicht. Mir macht es nichts aus, eben zum Blitz zu laufen und die Werte zu verändern. Aber sicherlich wird mir das auch irgendwann auf die Nerven gehen und dann hole ich mir auch einen entsprechenden Sender. Dann hat man halt diesen Sender noch in der Tasche und kann dann halt darüber auch drahtlos die Blitzstärke regeln. Also alles in allem wirklich ein ganz tolles Tandem. Cactus V6 Mark II, Fujifilm und Jinbei HD610. Wirklich eine ganz tolle Kombo und noch dazu sehr erschwinglich, denn diesen Blitz, den gibt es für um die 800 Euro, glaube ich, oder 800 Franken bereits. Und eine super Quelle dafür ist übrigens Fortirechtli in der Schweiz. Die Adresse, die blende ich gerade ein. Und dort gibt es übrigens auch Austauschakkus für diesen Blitz, wobei eine solche Akkuladung für locker 300-400 Auslösungen ausreicht. Also da könnt ihr dann aber auch noch einen entsprechenden Akku besorgen. Übrigens praktisch bei diesen Akkus ist auch, dass man über eine kleine Taste hier den aktuellen Ladestand jederzeit auch abrufen kann. Also nochmal tolle Kombi. Schaut euch das mal an, googelt mal nach diesen beiden Geräten. Und ja, das war es dann auch schon für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.